Profi-Einbrecher aus den gelben Seiten, der haarsträubende Sicherheitscheck. So leichtfertig öffnen Schlüsseldienste fremde Häuser. Außerdem. Guten Abend. Schon wieder ein Amoklauf an einer deutschen Schule. Ein 18-Jähriger stürmte heute in ein Gymnasium in Ansbach und warf zwei Molotow-Cocktails in einen Klassenraum. Olaf Bünger mit den Einzelheiten. Wetten, ich könnte in Ihre Wohnung einbrechen, ohne mir die Finger schmutzig zu machen? Kein Problem. Ein Anruf beim Schlüsselnotdienst genügt. Glauben Sie nicht? Wir haben es ausprobiert und würden ohne Probleme in jede fremde Wohnung kommen. Flirten und sich verlieben im Urlaub. So mancher träumt heimlich davon. Dumm nur, wenn man liiert oder gar verheiratet ist. Doppelt dumm, wenn die Gattin oder Freundin heimlich hinterherreist und das Treiben beobachtet. Unser Treuetest dieses Mal in Kroatien. Und gleich wird's heiß, richtig heiß. Aber vorher spielen wir Super Zoom. Sagen Sie uns bitte, was ist denn das hier? Willkommen zurück. Gerade war sie noch im Fernsehen verzweifelt auf der Suche nach einem Partner. Jetzt tanzt sie ziemlich heiß mit einem der schönsten Männer der Welt. Julia Siegel tritt mit Markus Schenkenberg bei Yes We Can Dance an. Und die beiden gingen schon bei den Proben voll auf Tuchfühlung. Da geht doch was. Das war's von uns, aber wir sehen uns morgen schon wieder pünktlich um 18 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Jetzt Anna und die Liebe und Ihnen einen ganz fabelhaften Feierabend. Bis dann, tschüss.